Wird Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool. Herr Mick, Schwarz. Ich mein, Schwarz. Ah ja, okay. Sie gehören ja zu den wenigen Firmen, die sich erlauben können, hier auf der Nürnberger Spielwarenmesse einfach aufzutauchen und zu sagen, Neuerungen haben wir jetzt nicht so, ne? Ja klar, es gibt es ja fast seit 100 Jahren. Und man ist hier, dass man einfach sagt, dass es einen noch gibt. Ja, ja, okay. Also da sieht schon noch so alles aus wie früher, so als ich Kind war und damit gespielt habe. Ja, klar. Die ersten Figuren waren noch aus Blei. Mhm. Nicht so gesund, ja. Im Weltkrieg hat man das Blei dann für andere Sachen eingesetzt. Und dann, ja, seit den 50er Jahren ist es Zinkdruckguss. Aber ansonsten ändert sich bei Ihnen nichts. Bei so einem alten, bekannten Spiel hat man natürlich eine Fangemeinde und deshalb kann man auch nicht viel ändern. Und das Spielprinzip mit diesem schwarz-weißen Ball, der zeigt, wer spielen darf, das ist schon so alt und bietet so viel Spaß, dass man da einfach nicht dran geht. Wer ist denn Ihre Fangemeinde? Weil die Kids, die gehen ja schon sehr auf die digitalen Sachen ab und alles, was leuchtet und blinkt und grell ist und schnell ist. Ist die Fangemeinde in Ihrem und meinem Alter oder kommen die Jungen nach? Die sind schon in ihrem und meinem Alter, aber die nehmen dann ihre Kinder bei der Hand. Und das ist eines der wenigen Spiele, wo der Vater mit dem Sohn spielen kann. Zum Beispiel. Das stimmt. Ja. Und wenn die Kinder dann mal hingeführt werden und sie öfters mal spielen mit dem Vater und dann mit den Freunden anfangen zu spielen, dann zieht das Kreise. Das ist unwahrscheinlich. Mhm. Also wir hatten vor 2 Jahren bei der letzten WM eine große Aktion, wo Tippkick-Figuren verschenkt wurden von einer Einkaufskette. Es hat einen unheimlichen Boom gehabt dann danach. Ganz, ganz viele Mütter haben uns dann geschrieben, wir sind so froh, dass es Tippkick noch gibt, um eben die Kinder mal wegzuholen vom Smartphone und vom Tablet. Absolut, zu kommunizieren und einfach was Haptisches in der Hand zu haben. Ja, tolle Sache. Gefällt mir auch sehr gut und wahrscheinlich ist es das Geheimnis Ihres Erfolges, dass Sie gar nichts ändern, oder? Das denke ich, ja, klar. Es sind immer marginale Sachen, die man macht. Dann hat man so eine Halbzeituhr, eine digitale und eben hier Flutlicht und solche Geschichten. Drumherum macht man was anderes. Die Spielidee ist genial, da geht man nicht ran. Fantastisch. Dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder und dann ist alles so wie gehabt. 2024 sind wir 100 Jahre alt. Dann auf jeden Fall. Okay, vielen Dank. Ja, danke auch. Wurde Ihnen präsentiert von Die Joyaux, mein Pool.